Mehr als 100 verschiedene Haiarten wurden schon gesichtet vor Westafrika und sie alle dürfen gefischt werden. Doch seit diese Bilder vor 2 Jahren entstanden, ist die Population vor Senegals Küste drastisch geschrumpft. Die Jagd auf die begehrten Haifischflossen hat zur Überfischung geführt. In nur wenigen Jahren sind die Fänge von 25.000 bis 30.000 Tonnen auf etwa 12.000 Tonnen gefallen, also nur noch gut ein Drittel. Das heißt, die Lage ist sehr ernst. Saint-Louis im Norden von Senegal. Hierhin bringen die meisten Haifischer ihren Fang. Eine Woche lang haben diese Männer auf ein Boot mit Haijägern gewartet. Doch nach 20 Tagen auf See kehrten die Jäger mit leeren Händen zurück. Viele Fischer haben sich auf Haie spezialisiert und sie bringen sich wohl selbst um ihren Job. Für die Haifischer sind die Flossen wie Gold. Das können wir uns doch nicht entgehen lassen und einfach so damit aufhören. Für 1 Kilo Flossen können die Fischer an die 150 Euro kriegen. Einfaches Haifleisch, wie es hier in der Sonne trocknet, bringt weniger Geld und macht mehr Arbeit. Die Jagd nach den Haien bringt das Ökosystem Ozean in Gefahr. Der Hai zählt zu den Arten an der Spitze der Nahrungskette. Wenn er verschwindet, gibt es in der ganzen Kette ein Ungleichgewicht. Wir müssen weniger fischen und die Haifischer dazu bringen, etwas anderes zu tun. Für die Haifischer ist es ein Teufelskreis. Weil sie die Fressfeinde wegfangen, gibt es Beutefische im Überfluss. Damit sinken die Preise für diese Fische und so auch das Einkommen der anderen Fischer. Mehr als 500.000 Menschen im Senegal verdienen ihr Geld mit der Fischerei. Das Land muss sich etwas einfallen lassen.